Dreemagen in Rheinland-Pfalz. Zwei Brüder, zwei Einstellungen. Zum Thema Arbeiten gehen könnten die Meinungen nicht unterschiedlicher sein. Ich bin Christian. Und ich sein Bruder Patrick. Wir leben von 1282 Euro und ich gehe dafür arbeiten. Und ich mache dafür nichts. Während Christian seit 10 Jahren vom Amt lebt, arbeitet Patrick als Gebäudereiniger. Und das aus gutem Grund. Ich finde, Arbeiten lohnt sich. Das sehe ich anders. Ich werde mich nicht für die Stadt kaputt machen. Seit rund 10 Monaten teilen sich die ungleichen Geschwister eine 37 Quadratmeter große Wohnung in einem Kellergeschoss. Das ist unsere Wohnung. 2 Schlafbereiche, ein Vorhang. Privatsphäre, Fehlanzeige. Ja, es kommt so, dass wir zusammen wohnen, weil wir halt beide ohne festen Wohnsitz waren. Gehört haben, dass die Wohnung hier noch frei ist. Ja, und da haben uns halt beide drauf schnell beworben. Ja, ich lebe mit meinem Bruder zusammen, weil ich und mein Bruder halt aus der letzten Wohnung raus mussten. Wir haben damals zu dritt in der Wohnung gewohnt. Und einer von denen, die da mit im Mietvertrag standen, der arge nicht den Verpflichtungen nachgekommen. Sodass dann halt Mietrückstände gekommen sind von demjenigen. Sodass wir dann halt eine Räumungsklage bekommen haben und alle da raus mussten. Während Christian sich mit Hartz IV ein leichtes Leben macht und lieber kifft als schuftet, arbeitet der 14 Jahre jüngere Patrick an 6 Tagen in der Woche. Ja, ich gehe auf Teilzeit arbeiten in der Gebäudereinigung, was so in den 800er Bereich liegt. Ja. Ich beziehe zurzeit nur 424 Euro Hartz IV. 10 Jahre würden es locker schon sein, dass ich arbeitslos bin. Wieso nicht, wenn man es machen kann? Oder wieso sollte man es nicht ausnutzen? Eine Einstellung, die für Bruder Patrick nur schwer zu ertragen ist. Jeder hat seine eigene Meinung, aber ich sehe das auch definitiv anders. Ich finde halt, wenn man selber was mit seinem Geld tut, dass es halt auch besser für das eigene Wohlbefinden ist. Dieses System, das ist einfach zu einfach. Zu einfach, um Geld zu bekommen. Fürs Nichtstun auf gut Deutsch. Du kriegst alles bezahlt. Für lau. Die ganze Zeit immer Steuern abdrücken und dann halt, macht auch nicht jeder gerne, wo er sich dann denkt, ein anderer macht sich da zum Beispiel ein Chili-Lili oder so, ne? Im Prinzip verleitet mich doch die Arge dazu, dass ich sowas mache. Aussagen wie diese sorgen öfter für Stress zwischen den Brüdern. Klar, gibt es auch mal zwischen Geschwistern halt manchmal so eine kleine Auseinandersetzung, aber es geht. Dann geht man sich aus dem Weg und dann ist gut. Ich meine, der will ja auch arbeiten. Ne? Ist ja ein ganz anderes, der ist ja ganz anders gepolt als ich. Man macht seinen Job ja auch, weil er zum Teil auch Spaß macht. Weil wenn er nicht Spaß macht, dann braucht man morgens auch gar nicht dahin gehen. Manch anderer geht 8 Stunden auf dem Bau arbeiten oder wenn nicht noch länger. Und hat dann mit den ganzen Abzügen, was hat er raus? Fast nur einen Hartz-IV-Satz. Also. Wofür soll ich mich kaputt machen? Vom Arbeitseifer seines Bruders lässt sich Christian nicht anstecken. Im Gegenteil. Willst du nochmal richtig arbeiten gehen? Richtig? Nein. Nein, also ich denke mal nicht so richtig. Nee. Deswegen auch den Hausmeisterjob. Ja. Mit möglichst wenig Arbeit will Christian ab nächsten Monat seinen Hartz-IV-Satz aufstocken und sich nebenbei das Amt vom Leib halten. Mein Vermieter, der hat hier nach einem Hausmeister gesucht. Warum hast du dich dafür entschieden? Damit die Arge mich in Ruhe lässt. In Anführungsstrichen, damit die mir nicht auf den Sack gehen mit irgendwelchen Bewerbungstraining und Maßnahmen. Die sollen einfach diese scheiß verfickten Maßnahmen wegmachen. Und das ist auch das, was die Leute nervt. Diese Maßnahmen, hörst du doch überall. Maßnahmen hier, nee, Maßnahmen, Maßnahmen, Maßnahmen. Nee, ist mir zu anstrengend. Erst recht, weil man sein ganzes Leben lang nur von der AGE eine Bewerbungstraining oder irgendwelche dämlichen Maßnahmen bekommen hat. Von da irgendwann reicht es einem auch mal. Nach 10 Jahren Hartz IV soll der Minijob bloß nicht in Arbeit ausarten. Viel würde ich dafür auch nicht bekommen. Das wäre im Monat bei meinen Aufgaben 100 Euro. Doch auch die verdienen sich leider nicht vom Sofa aus. Christian verschafft sich schon mal einen Überblick. Zu meinen Aufgaben als Hausmeisterjob gehören natürlich den Waschraum ordentlich halten,
zweimal im Jahr draußen diese Gitter sauber machen von Unlaub, die Mülltonnen einmal die Woche rauszustellen und wieder reinzustellen, vorne halt Straße sauber halten. Für die Müllberge vorm Haus fühlt sich Christian nicht zuständig. Zumindest noch nicht. Da wir noch nicht den ersten haben, gehört es auch nicht zu meinem Bereich. Warum auch? Ich werde auch nicht vorher bezahlt, oder? In Sachen Selbsteinschätzung ist Christian allerdings erstaunlich ehrlich. Ich selber will mich zurzeit selber nicht einstellen, weil ich halt auch unter anderem viel konsumiere, unzuverlässig bin. Ich würde mich nicht einstellen. Was konsumierst du? Ich kiffe ab und zu mal ein bisschen was. Fürs Kiffen gebe ich circa im Monat 230 € locker aus. In Christians Augen ist der Cannabiskonsum ein kleines bisschen Luxus in seiner sonst so tristen Welt. Man gönnt sich was. Auf gut Deutsch. Ich bin damit einfach groß geworden. Und das ist so gesehen meine Frau. Ja. Und diesen Partnerersatz hegt und pflegt Christian seit 24 Jahren. Auch ein Grund, warum der Hartz-IV-Empfänger keinem Job lange nachgeht. Und jetzt zeige ich euch mein Rauchutensil. Eine halbwegs fertige Mischung. Und so sieht das Zeug aus. Konzentrationsschwierigkeiten, verminderte Lernfähigkeit und Psychosen sind nur ein paar der möglichen Folgen von regelmäßigem Cannabiskonsum. Kommt jetzt wieder der feine Dreisatz? Ja. 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 Dreisatz füllen, zünden, ja, und dann rauchen. Okay, ich mach's jetzt einfach, egal. Scheißegal, das Gesetz bedeutet nichts für mich. Mein Freund, ich bin wie ich bin, Mann, es ist wie es ist. Und weg schnell. Wie geht's dir jetzt, Christian? Mir geht's immer gut. Schlechten Leuten geht's immer gut. Ja. Remagen in Rheinland-Pfalz. Im gesamtdeutschen Vergleich liegt die 18.000 Einwohnerstadt am Rhein mit 5% Arbeitslosigkeit etwas unter dem Bundesdurchschnitt. Hier lebt Christian, der seit 10 Jahren Hartz IV bezieht. Das möchte der 36-Jährige jetzt mit einem Hausmeisterjob aufbessern. Ja, viel ist ja hier nicht zu tun. Also werde ich mir jetzt erstmal ein bisschen den Besen in die Hand nehmen und fegen. Was hast du denn sonst so für Aufgaben hier als Hausmeister? Unkraut tropfen, gucken, dass der Putzplan eingehalten wird. Halt einfach gucken, dass hier alles sauber ist. Keine weite Anfahrt, überschaubare Arbeit und dank des Minijobs keine Auflagen mehr vom Jobcenter. Christian ist happy. Der Job, der ist halt perfekt, weil mir keiner auf die Finger guckt. Ich kann die Arbeit mir so einteilen, wie ich das möchte. Ne, dann machst du Pause, dann gehst du wieder kiffen. Der Cannabiskonsum gehört seit 24 Jahren zum Alltag des Hartz-IV-Empfängers. Ja, das Coole ist, ich kriege aber auch keinen Ärger. Das ist das. Ich brauche mal einen Tag nichts zu machen oder vielleicht auch zwei. Ich kann mir die Arbeit einteilen, wie ich will. Gechillt halt. Dann machen wir jetzt mal eine kleine Pause. Den Job macht Christian erst seit wenigen Tagen, doch die Motivation sinkt bereits. Und manchmal habe ich halt auch keine Lust zu arbeiten. Und dann lasse ich das einfach liegen und mache einfach gar nichts, weil mich ja sowieso keiner kontrolliert. Genau diese Disziplinlosigkeit hat Christian bereits einige Jobs gekostet. Neben einem weiteren großen Problem, dem Drogenkonsum. In der Vergangenheit hatte ich schon meine Ausbildung als Gartenlandschaftsbauer angefangen. Hab die aber abgebrochen. Auch wegen Drogen. Und nach meiner Ausbildung hatte ich meinen Vollzeitjob in der Dönerbude gehabt. Wie viel Geld hast du verdient? Ja. Ich habe 450 angemeldet. Ist das mehr geplant? Ja. Aber möchte ich nicht so drüber reden. Seit 10 Jahren mache ich jetzt gar nichts mehr. Ein Zustand, mit dem Christian offenbar bestens klarkommt. Gewissensbisse, Fehlanzeige. Schlechtes Gewissen. Das ist halt mein Leben, ne? Ich muss so leben. Soll ja kein anderer so leben. Was andere über mich denken, ist mir egal. Und wenn es dann halt nochmal so ein System gibt, ne, wie vom Vater Staat, dann kommen doch so welche Situationen wie in meiner gerade richtig. Und dann nutzen das die Leute aus. Ja, im Prinzip ist der Staat das selber schuld. Für heute hat der Arbeitseifer Christian endgültig verlassen. Jetzt werde ich auch von der Pause in den Feierabend gehen.
und werde mal auf den Patrick warten und Kaffee trinken. Christians jüngerer Bruder Patrick tickt da ganz anders. Der 22-Jährige arbeitet als Gebäudereiniger und geht der Beschäftigung pflichtbewusst nach. Ich bin wieder da. Ja. War dein Tag? Ja. Ging so bei dir? Ja. Langweilig wie immer. Harzig. Mein Tag ist harzig gefüllt. Erklär mal. Ja, ich kann meinen Tag so angehen, wie ich das möchte. Was musst du heute machen? Ja, gleich wie immer halt, ne? Für den Klo schrubben und so ein Scheiß. Toiletten putzen. Ja, ekelhaft, Alter. Toiletten putzen zum Beispiel, ne? Schulen oder sowas. Die, ja, Kinder kacken daneben, voll respektlos und du solltest es noch sauber machen. Oh, nee, auf sowas, nee. Nee, Toiletten putzen geht gar nicht, nee. Toiletten putzen würde ich nicht machen. Ja. Nee. Also, das stört mich weniger. Das kann ich nicht bringen. Mach dir erst noch mal ein Brot. Ich zock noch das Spiel zu Ende oder die Halbzeit. Mit der Arbeitseinstellung seines Bruders kann Patrick nichts anfangen. Neben seinem Job als Gebäudereiniger fährt der 22-Jährige samstags auch noch Kehrmaschine. Also, ich habe meine eigene Einstellung in dem Thema. Also generell auch, gehe auch gerne arbeiten, bevor mir die Decke auf den Kopf fällt oder so. Ja. Wenn er arbeiten gehen möchte, soll er arbeiten gehen. Kein Ding. Ja, was ich aber dreist finde, das ist dann halt, wenn man zum Beispiel hingeht, wie heißt es, ne, froh sein kann, dass man das Geld kriegt und dann noch, wie heißt es, damit noch so Assi rumprallt, ja zum Beispiel, ich habe keine Lust arbeiten zu gehen, dies, das, nee, ich krieg trotzdem Geld, wo ich mir manchmal denke, ja, wie heißt es, hier sollte man, Geld haben, zuschnüren. Ja, ist so. Kritik, die an Christian abzuprallen scheint. Der eine kann den anderen nicht verstehen. Das Verhältnis zwischen Patrick und mir ist zwiegespalten. Anscheinend muss ich abends genauso kaputt sein wie er, wenn er von der Arbeit kommt, keine Ahnung. Ich kann es nicht sagen. Die Kluft zwischen den ungleichen Brüdern wird von Tag zu Tag größer.